Wir haben neue Erkenntnisse von der KTU. Die haben sich den PC von Otto Buhl mal ein bisschen angeguckt und festgestellt, dass der gute Mann einen Auftragsmörder gesucht hat. Wie bitte? Ja, du hast richtig gehört, Robert. Die Frage ist nur, wen wollte er umbringen lassen? Spontan fällt mir da nur der Reporter ein. Vielleicht hat der Buhl ja irgendwie unter Druck gesetzt oder erpresst wegen der Steuerhinterziehung. Der wollte sich das nicht gefallen lassen, hat jemanden beauftragt, ihn zu töten. Das ist möglich, ja. Wir brauchen auf jeden Fall einen Durchsuchungsbeschluss für seinen Arbeitsplatz und seine Wohnung. Aber wenn Buhl den Reporter umbringen lassen wollte, warum ist denn er jetzt tot? Vielleicht hat der Reporter das mitgekriegt und den Spieß umgedreht? Das glaube ich nicht, Alex. Der Journalist, der kannte nur Otto Buhl, aber nicht die ersten beiden Opfer. Dahingegen der Fotograf, der Kleiber, der kannte alle drei. Ja, aber dem konnte noch nie was nachgewiesen werden. Und selbst wenn, warum sollte der seine Auftraggeber erschießen? Das macht doch gar keinen Sinn. Vielleicht macht das schon Sinn. Nein, der Auftraggeber, der zahlt ja eine Anzahlung. Wenn er den umlegt, dann hat er das Geld, hinterlässt wenig Spuren und da ist auch kein erkennbares Motiv vorhanden. Ja, und wir haben keine Beweise, Michael. Ja, die werden wir uns aber besorgen. Ich habe gerade mit der Agentur gesprochen. Also die Agentur, über die der Beleuchter bestellt wurde. Und habe denen gesagt, dass wir von der Kriminalpolizei da jemanden einschleusen müssen. Und? Ja, aber du wirst das machen. Ich? Ja? Ich habe von Beleuchtung keine Ahnung. Es wird eine Katastrophe. Die schmeißen mich da hochkant wieder raus. Du sagst einfach, du bist Künstler und hast deinen eigenen Style. Das zieht immer. Das Geld bekommst du später. Was heißt denn später? Ja, hast du es schon mal nicht bekommen, oder was? Hallo. Ich bin Peter, der neue Beleuchter. Leitz und Mord mich geschickt. Ah, ja, schön. Ich bin Maurice. Ich bin Fotograf. Du, ich habe jetzt leider keine Zeit. Ich muss dringend noch was erledigen, bevor hier um 12 Uhr der Shoot losgeht. Du müsstest das alles selber einrichten. Ich zeig's dir schnell. Wir machen hier die ganz normale Sache. Hohlkehle, Beauty Light, alles schön soft halten. Oksana bleibt die ganze Zeit da und hilft dir beim Einrichten. Ja? Also, bis später. Alles klar, tschüss. Dann, tschüss. Ich hoffe für dich, du bist besser als die letzte Niete. Ich glaube schon. Na gut, dann fange ich mal an. So, Achtung. Oh mein Gott! Weißt du, wo der Sicherungskasten ist? Guten Tag. Tag. Mein Name ist Naseband, ich bin von der Kriminalpolizei. Sind Sie der Chef hier? Ja, Holger Zimmermann. Wir haben einen Durchsuchungsbeschluss für den Arbeitsplatz von Frederik Berg. Ist er da? Das ist für einen Berg. Was ist denn passiert? Wie gesagt, das möchten wir ganz gerne mit Herrn Berg selbst besprechen. Ist er hier? Ja, aber der ist gerade auf der Toilette. Gut, dann können Sie mir schon mal seinen Arbeitsplatz zeigen in der Zeit. Ja, gut, dann kommen Sie mit. Der hier. Vielen Dank erstmal. So, Jungs, dann gucken wir, ob ihr irgendwas hier über Otto Buhl, unser Opfer, findet. Egal, was es ist. Ich nehme erstmal den Computer vor hier. Ja, einfach. Ich habe sogar einen eigenen Ordner, Naseband K11. Und da ist auch einer mit Steuerhinterziehung. Ja, das ist ja einfach. Interessant, interessant. Was ist denn das hier? Also ich denke, es ist ein Fall für meinen Anwalt. Ja, das denke ich auch, den werden Sie brauchen. Ja, spätestens jetzt haben wir genug Beweise. Sie haben Otto Buhl mit Ihrem Wissen über seine Steuerhinterziehung erpresst. Was ist das für ein Quatsch? Völlig an den Haaren herbeigezogen. Warum sollte er Ihnen sonst 20.000 Euro überweisen? Mir? Was für ein Quatsch? Tja gut, ganz wie Sie wollen. Wir machen hier auf jeden Fall weiter. Und danach fahren wir zu ihm nach Hause. Also gut. Buhl hat mir 20.000 Euro bewiesen, ja. Dafür sollte ich meine Klappe halten.
Aber mit Freuden hat er es nicht gemacht. Tja, was habe ich mir gedacht? Hat sie bedroht, richtig? Was hätte er denn anders machen sollen? Er hat was anderes gemacht. Er hat einen Auftragsmörder engagiert. Das ist mal ein Scherz, oder? So ein Witz. Nein. Aber warum ist denn er dann tot und nicht ich? Sehen Sie, genau das fragen wir uns auch. Und das versuchen wir auch gerade rauszufinden. Soll das etwa heißen, dass da draußen irgend so ein irrer Killer rumläuft, der auf mich angesetzt ist? Möglicherweise. Ja, dann machen Sie Ihren Job und finden den Typen. Ja, ich weiß nicht, ob wir das für Sie tun sollen. Aber möglicherweise haben wir ihn auch schon. Sie müssten da so einen kleinen Anruf für uns machen. So, hier, Maurice, jetzt schau dir die Scheiße selber an. Sag mal, das ist doch kein Licht, das ist ein Witz. Ja, das ist mein eigener Style. Ach, hör doch auf, du hast doch keine Ahnung von dem Job. Mann, Alter, ich könnte kotzen. Schon wieder ein Tag für den Arsch. Verzieh dich. Mann. Fotostudio Kleiber. Ja, was gibt's? Bitte? Ich verstehe kein Wort. Wie bitte? Okay. Ja gut, in einer halben Stunde. Tiefgarage, Bodenstraße 5C. Ey, du bist ja immer noch da, verzieh dich! Und du kannst auch nach Hause gehen! Der weiß alles. Wie alles? Hör auf, das kann nicht sein. Doch, der hat Beweise. Ach, hör auf, das ist doch nur ein Bluff. Das ist kein Bluff. Der hat die Leitung von dem Bull angezapft. Verstehst du? Oh, na toll, und jetzt? Tja, jetzt will er 20.000 Euro, sonst gibt er dem Bullen einen Mitschnitt von dem Gespräch. Scheiße. Ja, scheiße. Ich habe ihm gesagt, er kriegt die Kohle. Ich bringe sie ihm in einer halben Stunde in die Tiefgarage. Du weißt, was du zu tun hast. Okay, ich kümmere mich darum. Ich gehe mich noch schnell umziehen. Ja. Hey, was machst denn du hier? Ich brauche noch eine Unterschrift. Mitkommen. Wir haben ein Problem. Keine Ahnung, was er mitbekommen hat. Ja, hallo, ich brauche nur eine Unterschrift. Mann, halt's Maul! Kümmer du dich um ihn. Ich muss jetzt los. Scheiße! Die Person ist etwa 40 Jahre alt, 180 cm groß, hat dunkelblonde Haare, männlich. Wir müssen davon ausgehen, dass er bewaffnet ist. Verstanden, bereit. Wagen nähert sich. Eine Frau am Steuer, vielleicht falscher Alarm. Ja, sorgt dafür, dass sie so schnell wie möglich hier wieder rauskommt. Verstanden. Bitte wissen, was Sie hier machen? Ich wohne hier. Gibt es ein Problem? Sie sagt, sie ist eine Anwohnerin. Wie gesagt, so schnell wie möglich raus hier aus der Garage. Springen Sie bitte aus und kommen Sie mit. Aber was ist da jetzt mit meinem Wagen? Machen Sie sich keine Sorgen. Ihnen wird nichts passieren. Und mein Kollege wird das Auto zur Seite fahren. Aber wir müssen jetzt zügig hier weg. Bitte. Hey, Polizei! Scheiße! Oh, Scheiße! Ganz ruhig, bleiben Sie liegen auf dem Boden. Ich rufe einen Krankenwagen. Wir dachten, Ihr Freund wäre die Zielperson. Hat er Ihnen diesen Nebenjob besorgt? Ach, das war nicht so geplant. Ja, wie war es denn geplant? Mann. Als Maurice aus dem Knast kam, dachte er dauernd, er wird observiert. Deswegen hat er mich zu den Geldübergaben geschickt. Oh. Naja, dann ging halt was schief und ich habe den Auftraggeber erschossen. Dann bin ich eben mit dem Geld für den Mord abgehauen. Oder so gut geklappt hat, haben Sie gedacht, beim nächsten Mal machen Sie es wieder so, oder was? Ist ja auch einfacher, den Auftraggeber zu erschießen und viel weniger risikoreich. Ja? Michael, das Model ist der Mörder, nicht der Fotograf. Das Model. Robert, entspann dich. Alles unter Kontrolle hier. Wir haben Sie bereits festgenommen.
Ganz ruhig, die Kollegen sind gleich da. Oh. Ja, jetzt warten wir mal im Krankenwagen, hm?